Unterwegs durch die Pyrenäen und ins Mittelalter. Die versteckte Route wird heute kaum noch benutzt. Vor 800 Jahren war sie ein heißes Pflaster zwischen Frankreich und Spanien, diente als Heerstraße, Schmugglerpfad und Pilgerweg. Zehntausende strömten damals nach Santiago, neben Jerusalem der berühmteste Wallfahrtsort. In den abgelegenen Tälern überlebten unheimliche Geschichten. Von Brücken, die mit dem Blut der Pilger gewaschen, nie einstürzten. Oder von den Tempelrittern, die am St. Jakobsweg ihre Stützpunkte errichteten. In dieser Kirchenburg bewahrte man noch im vorigen Jahrhundert 7 menschliche Schädel auf, die Köpfe gefolterter Templer. Von ihnen erzählt eine schaurige Legende, dahinter aber stecken Fakten. Am Freitag, den 13. Oktober 1307, ließ der französische König alle Templer im Land verhaften. Das Datum hatte Symbolkraft. Jedes Jahr, in der Nacht vor dem Schwarzen Freitag, erscheint auf dem Friedhof der Kirche Besuch aus der Geisterwelt. Augenzeugen beschreiben den Mantel der Ordensritter mit dem blutigen Kreuz. Kein Gesicht, aber eine Stimme. Sie ruft: Wer wird das Grab Christi befreien? Und wer schützt den heiligen Tempel? Da erwachen die 7 Schädel und raunen: Niemand, niemand. Der Tempel ist zerstört. In der Tat, Kirche und Staat hatten den Orden vom Tempel Salomos vernichtet. Er war ihnen zu stark und zu reich geworden. Man hängte den Templern kriminelle Handlungen an und brachte sie auf den Scheiterhaufen, vor allem in Frankreich. So löschte ein beispielloser Justizskandal die mächtigste Organisation des Mittelalters aus. Doch nicht überall nehmen die Templer ihr Schicksal hin. In Spanien wehren sie sich heftig. Im Blutjahr 1308 halten sie diese Brücke 3 Monate gegen den übermächtigen Feind. Ihr Name stammt noch aus arabischer Zeit. Alcantara Saif, die Brücke des Schwertes. Angeblich war die silberne Waffe in einem Pfeiler versteckt. Eine Legende. Und die Realität? Diese Brücke über den Tajo war der letzte Fluchtweg der Templer in die Freiheit nach Portugal. Nur dort hatten sie eine Zukunft im Zeichen des Schwertes. Die Brücke von Alcantara fällt in die Hand der Feinde. Die überlebenden Templer nehmen den Fluss. Ein markantes Felsentor, die Porta Steronao. Hier heißt der Tajo schon Tejo. Und hier überqueren sie die unsichtbare Linie des Todes. Sie sind in Portugal und gerettet. Gerettet ist auch der Tresor im Schlepptau. Das schwimmende Versteck für eine Handvoll Schätze. Wachposten auf den Bergen haben das Floß gemeldet. Die Spanier werden jetzt von portugiesischen Brüdern begleitet. Plötzlich steht es vor ihnen. Ein starkes Bollwerk mitten im Fluss. Es ist die Templerburg Almorol, fest verankert auf einer Insel. Almorol nimmt die Flüchtlinge auf. Von ihren Gastgebern erfahren sie, warum ausgerechnet Portugal schon immer als Paradies der Templer galt. Und das seit 180 Jahren.
Portugal war, neben Frankreich, das erste europäische Land, wo der Orden Fuß fasste, schon bald nach seiner Gründung, 1120, in Jerusalem. Königin Teresa schenkte ihm 1128 das Kastell von Sore im Norden des Landes. Von der stattlichen Festung blieb nur ein trauriger Rest. Burg Sore lag an der sogenannten Halbmondfront und schützte das nahe Coimbra, ein Bischofssitz, der bald zur ersten Hauptstadt Portugals aufstieg. Teresas Sohn, Afonso I., ist in Coimbra bestattet. Er schlug sich nicht nur mit den Mauren, sondern machte sein Reich auch von Spanien unabhängig. Der Eroberer, wie man ihn nannte, hängte erst auf dem Totenbett die eisernen Kampfhandschuhe an den Nagel, genau wie die Templer. Kein Wunder, auch er war Mitglied des Ordens. Im Jahr des Herrn 1147 drang der König mit seinen Rittern bis zur Mündung des Tejo vor. Zufällig lag dort ein Schiff mit englischen Kreuzfahrern, die eigentlich nach Jerusalem wollten. Gemeinsam knackten sie die arabische Festung Lushbuna und holten den Halbmond herunter. Aus Lushbuna wurde Lisboa, Lissabon. Spurensuche. Im frühen Geschichtsdrama Portugals gibt es ein großes Rätsel. Und im Nationalarchiv zu Lissabon liegt das Beweisstück. 1159 schenkte der Templerkönig Afonso dem Orden ein Gebiet im Herzen des Landes. Die Urkunde trägt ein merkwürdiges Siegel. Im äußeren Kreis der Name und Titel des Herrschers. Der innere wird durch ein Kreuz geteilt. Sein senkrechter Balken bildet ein P und ein R. Am Schnittpunkt beider Arme erkennt man ein liegendes O. So enthüllt das Buchstabenrätsel folgende Worte: Portugal und Portugal für deinen Gral. Einige Forscher lesen aus diesem Code einen Geheimauftrag des Königs an seine Templer heraus. Sie sollten den noch immer arabisch besetzten Teil zum Land des Grals machen. Eine kühne Deutung. Zwar gibt es im Altportugiesischen das Wort Gral als Bezeichnung für ein Gefäß. Auch kursierten schon Sagen vom Heiligen Gral in Frankreich und Nordspanien. Doch die großen Dichtungen über Parsifal, das Wunder des Grals und sein Burgversteck, wurden erst später geschrieben. Wie auch immer, die Templer nahmen den Auftrag ihres Königs ernst. Um ihn professionell auszuführen, legten sie schon ein Jahr nach dem verschlüsselten Dokument eine hochgerüstete Militärbasis an. Sie erstreckt sich auf 7 Hügeln, wie Rom und Jerusalem. Also ein magischer Platz und ein heiliger Ort, mit einem Namen, den niemand genau erklären kann. Tomar. Tomar ist ein Jahrhundertwerk. Generationen haben daran gebaut, abgerissen und wieder ergänzt. Was aus der Templerzeit stammt, kann der Tourist nur zum Teil besichtigen. Natürlich bestaunt er die Ordenskapelle. Sie ist seit 1987 eingerüstet. Die Renovierung wird noch Jahre dauern. Der älteste Teil, eine fast runde Konstruktion, wie die Grabeskirche in Jerusalem. An Christi Tod erinnert auch die Darstellung in der Kuppel, das Schweißtuch der Veronika, mit dem sich Jesus vor der Kreuzigung das Gesicht abtrocknete. Ein mysteriöses Phantombild. Zwischen der Außenmauer und dem Allerheiligsten verläuft ein Wandelgang. Angeblich haben die Templer den Altar sogar auf ihren Pferden umrundet. Doch welche Rituale wurden hier wirklich praktiziert?
Vielleicht enthält die Inschrift unter einem Fresko die Antwort. Dort heißt es: Mystica verba profaris. Du sprichst geheimnisvolle Worte. An dieser Stelle war bis zum 16. Jahrhundert der einzige Zugang ins Gotteshaus. Er schaute in Richtung Sonnenaufgang und auf einen Teil, in den man heute nur mit Sondergenehmigung kommt. Hier lag die militärische Schaltstelle der Templer, ihre Festung. Unterhalb des Bergfrieds öffnet sich, mehr als 6 Meter tief, eine Zisterne. Völlig normal für eine Burg, doch als Wasserspeicher viel zu raffiniert angelegt. Führte der Schacht vielleicht in ein unterirdisches Gangsystem? Wir dürfen mit unserer Kamera nur bis zum Brunnenrand. Einblicke in die Unterwelt von Tomar sind nicht erwünscht. Bleiben wir deshalb an der Oberfläche. Sie ist unverdächtig und doch aufschlussreich. Im Turm wurde ein Stein mit einer Inschrift vermauert, der auf die Bauherren der Burg hinweist. Alfonso, den ersten König Portugals, kennen wir schon. Der andere ist Galdinus oder Gualdin Paisch, Meister des Templerordens, noch heute ein Nationalheld, würdig eines Denkmals. Er steht mitten im Städtchen Tomar, zu Füßen der gewaltigen Anlage. Paisch nahm am zweiten Kreuzzug teil, war ein erfahrener Palästina-Kämpfer und hatte aus dem Morgenland eine kostbare Reliquie mitgebracht. Den angeblich echten Körperteil eines Heiligen. Er wurde später in Silber gefasst und mit Edelsteinen geschmückt. Durch Glasfenster sieht man 2 Finger und die mumifizierte Handfläche. Vielleicht wurde die Reliquie in der Templerkapelle aufbewahrt. Und vielleicht hat diese tote Hand Tomar vor dem heftigsten Sturm beschützt. Am 13. Juli 1190 bestand die Burg ihren ersten Härtetest. Die Belagerung durch den Sultan von Marokko wurde erfolgreich abgewehrt. Von diesem versteckten Stützpunkt aus planten die Templer ihre Vorstöße in die arabisch besetzte Zone. Um das Jahr 1200 saß der Feind noch immer dort, wo heute Portugals bizarre Küste und seine Traumstrände auf friedliche Touristen warten. Im südlichen Alentejo und dem Algarve. Anders als Spanien hat Portugal nur wenig aus maurischer Zeit zu bieten. Die christlichen Eroberer haben damals reinen Tisch gemacht. Sie zerstörten alles und wurden Könige eines Friedhofs, klagt ein arabischer Chronist. Und dennoch, einiges blieb erhalten. Wir sind in Mertola, einem Bilderbuchdorf des Alentejo. Unterhalb der Burg steht Portugals einzige Moschee, fast im Originalzustand. Sie überlebte nur, weil man den Kultbau in eine Kirche verwandelte. Aber noch immer stützen arabische Säulen und Hufeisenbögen das Gewölbe. Und hinter dem Altar zeigt die alte Gebetsnische, der Mihrab, nach wie vor nach Osten, in Richtung Mekka. Dann ist da das Rote Kastell von Silvesh, ein Werk aus 1001 Nacht. Im arabischen Chilb lebten einmal 30.000 Menschen. Es besaß 20 Moscheen, Marmorpaläste und luxuriöse Basare. Chilb war die Hauptstadt der maurischen Provinz Algarb. Zeitgenössische Dichter verglichen sie mit Granada. Das alles ist nur mehr Erinnerung.
Doch es gibt noch handfeste Beweise für die vergangene Größe. So entdeckt man im Burghof riesige Zisternen. Sie reichen bis 30 Meter unter die Erde. Ein Beispiel für die perfekte Tiefbautechnik der Mauren im Mittelalter. Doch davon ahnten die christlichen Angreifer nichts. Sie gruben sich wie Maulwürfe unter der Mauer zum Innenhof durch und besetzten die Festung trotz heftiger Gegenwehr. Man vereinbarte einen Waffenstillstand. Während der Kampfpause werden 7 Kreuzfahrer, vermutlich Templer und Santiago-Ritter, hinterrücks von den Sarazenen getötet. Die Portugiesen metzeln die muslimische Bevölkerung nieder und errichten den ermordeten Waffenbrüdern ein Grabmal. So wurden Silves und das benachbarte Tavira wieder gut katholisch. Das war anno 1244. Doch die Christenheit hatte keinen Grund zum Jubel. Im gleichen Jahr erreicht eine Schreckensmeldung aus dem Nahen Osten das Abendland. Jerusalem gehört jetzt den Ungläubigen. Endgültig. Europa ist geschockt. Während man über einen neuen Kreuzzug nachdenkt, kommt in Frankreich ein Gerücht auf. Es entsteht ebenfalls 1244 im Zisterzienserkloster von Trois-Fontaines. Die verfallene Abtei liegt in der Champagne, dem Kernland der Templer. Die hatten damals den besten Nachrichtendienst und spielten dem Kloster wichtige Informationen zu. Darunter auch die Story des Jahres. Ein Mönch brachte die sensationelle Meldung sofort in Umlauf. Ihr Inhalt? Ein fremder König greift mit seinem Heer Palästina von Osten an. Er öffnet eine zweite Front im Rücken des Feindes und stößt auf Jerusalem vor. Es ist ein christlicher Herrscher von den fernen Küsten Asiens. Sein Name Priester Johannes. Die Geschichte war damals schon 100 Jahre alt. Der Mönch aus Frankreich hatte sie nur wieder ausgegraben und die Templer als Zeugen benannt. Selbst das Wappen des wundersamen Retters ähnelt dem Templerkreuz. Sein Ruf verbreitet sich in Windeseile und dringt auch nach Portugal. Auf Schloss Almurol, der Templerfestung mitten im Tejo, erzählen die Troubadoure vom Heiligen Gral. Am Ende der Sage erscheint jetzt ein Nachfolger Parsifals und Erbe des Grals, der geheimnisvolle Priesterkönig. Doch vorerst braucht das Land keinen Verbündeten namens Johannes. Es hatte den Feind aus eigener Kraft besiegt. Seit 1249 war Portugal maurenfrei und die sprichwörtliche Heidenangst zu Ende. Die Templer können sich jetzt intensiv um den Aufschwung ihrer Ländereien kümmern. Sie legen Weingärten an und züchten neue Rebsorten. Am Douro, am Tejo, Douro und Minho, dort wo noch heute edle Tropfen wachsen. Angeblich produzierte der Orden so viel Wein, dass man damit beim Hausbau den Mörtel anrührte. Alles Übertreibung. Auch die Redensart, er säuft wie ein Templer. Man munkelte sogar, sie warten im Wein wie im Blut ihrer Feinde. Ein schlimmer Vorwurf und falsch dazu. Die Templer zerstampften die Trauben wie jeder Winzer damals. Der fertige Wein kam später in Fässer und wurde per Schiff nach England exportiert. Auf den Segeln das rote Templerkreuz. Für die Masten und Spanten ihrer Schiffe nahmen die Templer Nadelholz. Die Bäume wuchsen direkt an der Küste.
Schon im Mittelalter pflanzte man zum Schutz der Dünen Strandkiefern an. Das dichte Waldgebiet umfasst noch heute 9000 Hektar. Sein Name Peñal Duray, der königliche Pinienwald. Ungewöhnlich, dass sich ein König um die Aufforstung langer Sandstrände kümmert. Er sieht die Bäume am fernen Horizont, wenn er von seiner Burg in Richtung Westen schaut. Der Mann hat Zeit, denn er hat den Rücken frei. Es ist der erste Herrscher Portugals, der sich nicht mit Mauren und Spaniern herumschlagen muss. So sorgt er für Wohlstand im Land, bringt Handel und Wirtschaft in Schwung. Ja, er dichtet sogar, schreibt Verse und Liebeslieder. An seinem Hof lauscht er den Troubadouren und den spannenden Sagen vom Heiligen Gral. Dieser Ausnahmekönig heißt Dinisch. Sein Lieblingssitz ist die Burg von Leiria, wo auch die Templer zu Hause waren. Schon am Eingang der gut erhaltenen Festung sieht man ihre typischen Kreuze. Der populäre, bis heute verehrte Dinisch ist nicht in einer der prächtigen Königskathedralen bestattet, sondern an einem Ort, wo es eigentlich niemand erwartet. Im Frauenkloster von Odivelage, am Stadtrand von Lissabon. Nach dem großen Erdbeben von 1755 blieb vom Originalbau nur der Chor übrig. Hier ruht die Nische in einem beschädigten Sarkophag. Noch zu Lebzeiten traf ihn ein schwerer Schicksalsschlag. Ein Unbekannter hatte seine Tochter vergewaltigt und mit einem Dolch verstümmelt. Gebrochen an Leib und Seele ging das Mädchen in dieses Kloster, wo es 5 Jahre vor dem Vater starb. Ihr Grabmal steht nur wenige Schritte von seinem entfernt. Ein Bildhauer hat das Verbrechen in Szene gesetzt. Diese Darstellung eines Kriminalfalls ist im Mittelalter einmalig. Der Täter sticht auf die 15-Jährige ein. Seinen Kopf hat man später abgeschlagen. Das Mädchen wehrt sich verzweifelt, aber umsonst. Es war eine grausame, unruhige Zeit. Das Ende der Menschheit lag in der Luft. Der Satansstern war aufgetaucht. Für das Jahr 1260 erwartet man den Weltuntergang. Überall sah man böse Omen. Sogar die Ruhe der Toten war nicht mehr sicher. Und selbst hinter Klostermauern ging die Angst um. Teufelsspuk oder Fingerzeig Gottes, die Katastrophe kam wirklich. 1291 fiel im Heiligen Land die letzte Bastion der Christenheit. Schuld hatten natürlich die Templer, da war sich Europa einig. Über dem Orden braute sich Unheil zusammen. Alles begann mit einer Verleumdungskampagne und im Gefängnis. Ein aus dem Orden verstoßener Templer erzählt vom satanischen Treiben der Brüder. Sein Zellengenosse ist ein verdeckter Ermittler namens Esquieu. Allez, Esquieu! Nachdem er genug weiß, wird er freigelassen und bittet um Audienz beim König von Aragon. Der schickt ihn weg. Vor allem, weil der Kerl eine horrende Summe für seine Enthüllungsstory verlangt. Am französischen Hof hat Esquieu mehr Glück. Philipp IV. Glaubt dem Sensationsbericht des V-Mannes. Was dann folgt, ist bekannt. Überall feurige Schauspiele und der König von Frankreich ist Ehrengast. Im Zentrum der Anklage gegen die Templer steht Baphomet, das mysteriöse Götzenbild.
Wie sah es aus? Wo wurde es angebetet? In den Prozessakten gibt es nur einen konkreten Hinweis auf den Standort. Die Spur führt nach Portugal, genauer nach Tomar. Das beweist dieses einzigartige Dokument. Es stammt aus dem Geheimarchiv des Vatikan und wurde am 6. Mai anno 1310 bei einem Verhör geschrieben. Rom hielt die brisante Akte Jahrhunderte unter Verschluss. In diesem Vernehmungsprotokoll erklärte ein gefangener Templer, das skandalöse Kultobjekt des Baphomet, er nennt es Idolum, also Götzenbild, befinde sich im Haupthaus des Ordens hier in Tomar. Natürlich hat man dann auch hier nach ihm gesucht. Der Originalkopf wurde nie entdeckt. Doch es ist schon merkwürdig, dass es in Tomar noch immer ein Baphomet-Bild gibt. In einem Raum vor der Küche. Kein Zutritt für Touristen. Das ist er, der Kopf mit den drei Gesichtern, auf einem Schlussstein des 16. Jahrhunderts. Baphomet, wie er so oft beschrieben wurde. Wenn man ihn entfernt, stürzt nicht nur dieses Gewölbe ein, auch im Stockwerk darüber bricht alles zusammen. Wie konnte das Geheimsymbol so lange überleben? König Dinesh, der liberale Staatsmann und Dichter, hat nie an die Schuld der Templer geglaubt. Er wusste, was sein Land den Rittern verdankte. Rom fordert ihn auf, ihren Besitz zu beschlagnahmen. Dinesh weigert sich. In Portugal gibt es keinen Prozess und keine Menschenjagd. Im Gegenteil. Anderswo verfolgte Templer sind hier willkommen. Und sie kommen aus ganz Europa. Doch nur ein Trick rettet den Orden vor dem Totalen aus. Hinter dem Coup steht der Tempelmeister João Lourenço aus Monsaraz. Monsaraz ist ein Geheimtipp, ein vergessenes Städtchen im Alentejo, nahe der spanischen Grenze. Alte Templerdomäne, doch die Geschichte reicht viel weiter zurück. Zu Füßen des Ortes erheben sich magische Signale aus der Steinzeit. Ein wichtiger Weg führt hier vorbei, die Pilgerroute nach Santiago mit einer Wallfahrtskapelle der Templer. Innen Grabsteine mit dem typischen Ordenskreuz und ein römischer Steinsarg. Jahrhunderte hat das niemand angerührt. Die Wendeltreppe führt hoch in den Turm. Kein Pilger durfte nach oben, nur die Wachposten der Templer. Die Zeiten waren unsicher genug. An maurische Fremdherrschaft erinnert die Halbkugel direkt vor der Stadtmauer. Die Templer verwandelten das arabische Totenhaus in eine Johanneskapelle. Bis heute blieb Monsaraz ein Stück lebendiges Mittelalter. Stolz thronte die Templerburg noch im 16. Jahrhundert über der Stadt. Heute ist sie ziemlich heruntergekommen. An dieser Stelle begann das Comeback der Templer. Hier plante ihr Meister João nach der Auflösung des Ordens 1312 eine Neuauflage. Schließlich hatten er und König Dinesh Erfolg. 1319 wurde der Orden der Christusritter gegründet. Nur der Name war neu. Sonst blieb alles beim Alten. Das Personal, die Privilegien und Besitzverhältnisse. Selbst das rote Templerkreuz lebte weiter, mit einer kleinen Korrektur, mittendrin ein weißes Kreuz als Zeichen der Unschuld. Schwemmland, Salzgärten und im Hintergrund eine sonnengebleichte Burg. Das erste Hauptquartier der neuen Ritterschaft. Castro Marim, die Festung am Meer, liegt heute ein ganzes Stück davon weg. Vom alten Kastell stehen noch vier Ecktürme im Mauerkranz. Reste von Wirtschaftsgebäuden,
und eine Kirche. Die Ritter hielten es hier nicht lange aus. Schon bald zogen sie dorthin, wo der Orden seinen Ursprung hatte. Ein Ort, der auch in den Plänen der neuen, jetzt rein portugiesischen Kampftruppe eine Schlüsselrolle einnahm. Der Schlüssel zu allem. Das war Tomar. Aus dem früheren Templerkastell wurde das Kloster der Christusbrüder. Sie hatten dieselben Wurzeln und die gleiche Vorliebe für magische Zeichen. Manche von ihnen und ihren Vorgängern ruht unter diesen nie gehobenen Steinplatten. Alle ohne Namen, nur mit einer Nummer markiert. Kreuzgang der Gräber heißt dieser Teil von Tomar. Angelegt wurde er vom berühmtesten Ordensmeister, von Heinrich dem Seefahrer. Unter seiner Regie entwickelt sich Tomar ab 1420 von einer Hochburg des Glaubens zum Brennpunkt der Wissenschaft. Doch schon bald zieht es Heinrich an die Sturmkante Portugals. Vierzig Jahre lebt er hier, am Ende der Welt. In 40 Jahren bewegt ihn nur ein Gedanke. Diese öden Felsen, der ewige Wind und die Seeschwalben, das kann doch nicht alles sein. Was lag hinter dem Horizont? Noch schien er wie eine Grenze, die Portugal irdische Paradiese und ungeahnte Schätze verschloss. Der Vision folgt die Tat. Auf dem Kap bei Sagres gründet Heinrich eine Seefahrerschule. Er holt Fachleute, die Navigationsinstrumente bauen, nach dem Vorbild arabischer Modelle. Und aus Mallorca ruft er die besten Kartenzeichner. Mit diesem Team plant der Prinz des Atlantiks und Ritter der Meere, wie er bald genannt wird, die großen Entdeckungsfahrten Portugals. Die Vorbereitungen sind streng geheim. Wer wichtige Informationen außer Landes schmuggelt oder Karten an die ausländische Konkurrenz weitergibt, dem droht die Todesstrafe. Der Wettlauf zu neuen Ufern war mörderisch. Und Heinrich der Seefahrer? Er träumt vom Reich des Priesterkönigs Johannes. Seine Gralsburg soll die Form einer Pagode haben. Keiner hat sie je gesehen, geschweige denn ihn selbst. Doch die Lichtgestalt aus dem Osten, ein Mann, den es nie gab und der deshalb auch nicht sterben konnte, geistert weiter durch Europa. Mit seiner Hilfe will der Chef des Christusordens das Heilige Land vom Islam befreien und das Gewürzmonopol arabischer Kaufleute brechen. Dazu braucht er Männer und Schiffe, die um Afrika herum einen Seeweg nach Indien finden. Völlig unmöglich, dachten viele. Der Mann ist verrückt. Hier oben, am Kap von Sagres, wurde das Weltunternehmen gestartet. Von Heinrichs berühmter Seefahrerschule blieb aber nur ein trauriger Rest. Manche zweifeln, ob es sie überhaupt gab. Man sieht zwar noch die im Boden markierte Windrose, doch ihre Funktion ist unklar. Sie hat nämlich 48 Unterteilungen statt 32, wie es sich für eine echte Kompassrose gehört. Und kein einziges Dokument belegt, dass je ein Schiff des Christusordens von der Bucht unterhalb des Kaps in See stach. Bei Lagos dagegen weiß man es mit Sicherheit. Hier ist auch die Erinnerung an Heinrich stärker. Sein Denkmal schaut meerwärts. In der Nähe von Lagos gab es genug Holz, das man auf die Werft am Hafen brachte. Dort wurde ein Schiffstyp konstruiert, den keine andere Seefahrernation bisher kannte. Die Karabelle. Das neue Modell war ein wendiger Zwei- oder Dreimaster mit mäßigem Tiefgang, um Flussmündungen zu erkunden.
Er eignete sich bestens für die Küstenschifffahrt, aber auch für das offene Meer. Das Geheimnis der Karavelle war ihr dreieckiges Lateinsegel. Damit konnte man leichter gegen den Wind laufen und einen kürzeren Kurs steuern als Schiffe mit viereckigen Rahsegeln. Die Karavelle schaffte etwa 20 Kilometer pro Stunde. Doch ein gutes Schiff und eine Spitzencrew genügten nicht, um das ferne Ziel zu erreichen. Seeleute waren abergläubisch. Manchmal bei Gewitter erschienen auf den Mastspitzen geisterhafte Flämmchen. Dann beteten sie zu ihrem Schutzpatron São Telmo. Sankt Elmsfeuer nennt man dieses Naturschauspiel, das durch elektrische Spannungen in der Luft entsteht. Doch das wusste man damals noch nicht. Und dann die Angst der Männer vor dem unbekannten Ozean. Der wimmelte ja von bizarren Hindernissen und grässlichen Monstern. Wer garantierte, dass ein Schiff hinter dem Horizont nicht plötzlich in den Abgrund kippte? Mitten im geronnenen Meer gab es den Mahlstrom, dessen Strudel alles in die Tiefe riss. Und Magnetberge, die sekundenschnell sämtliche Nägel aus den Schiffsplanken zogen. Solche Horrorgeschichten hielten sich lange. Ihre Details werden zum Gruseln schön auf die Seekarten gemalt. Als erster brach ein Mann aus Lagos den Bann. Gil Janesch, anno 1434. An der Westküste Afrikas überwand er Kap Nau, wörtlich das Nichts, von dem angeblich niemand mehr zurückkehrte. Und er schaffte auch das gefürchtete Kap Bujador weiter südlich. Andere kamen heil durch das berüchtigte Dreieck des Todes am Kap Verde. Mit jedem Breitengrad übersprangen sie eine Barriere der Angst und setzten schließlich ihren Fuß auf tropische Strände. Einer der größten Entdecker Portugals ruht hier im Kloster von Belém. Vasco da Gama hatte den Auftrag, bei seiner Expedition Kontakt mit dem mysteriösen Priesterkönig Johannes aufzunehmen. Er nahm sogar einen Brief für ihn mit. Natürlich traf er das Phantom nicht an. Der Mann hat nie existiert. Dafür aber fand Vasco den Seeweg nach Indien. Vasco da Gama war Mitglied des Christusordens, genau wie Bartolomeo Dias, der vor ihm Afrika umrundet hatte. Beide trugen das rot-weiße Kreuz auf der Brust, das alte Templerzeichen, das auch die Karten mit den neuen Ländern markiert. Aus der fernen Welt brachten die Seefahrer nicht nur Gold und Gewürze mit, sie transportierten auch Pflanzensamen und junge Setzlinge in die Heimat. Daraus wuchs bald ein grüner Baldachin, der Park von Busaco bei Coimbra. Dreihundert exotische Pflanzenarten auf einem einzigen Platz. In diesem Tropenwald der Entdecker stehen Riesenfarne, Zedern aus Afrika und Indien, bis zu 60 Meter hohe Nadelbäume aus Brasilien. Auch dort hissten die Christusritter ihr Banner. Das war am 25. April anno 1500. Augenzeugen berichten von einer friedlichen Landnahme. So stellte man sie später auf den typischen Wandfliesen, den Azulejos, dar. In der Mitte der erste Entdecker Südamerikas und Admiral des Christusordens, Pedro Álvarez Cabral.
In seinem portugiesischen Heimatdorf Belmonte hat man ihm ein Denkmal gesetzt. Cabral hält ein mächtiges Kreuz. Darauf steht der alte Name für Brasilien. Terra da Vera Cruz, Land des wahren Kreuzes. Das wahre Kreuz zu schützen und seine Botschaft zu verbreiten, das war schon der Auftrag der Templer. Sie wurden Opfer eines Komplotts von Kirche und Staat. Doch manchmal sind die Opfer mächtiger als die Täter. Die Mission der Templer ging weiter. Vom Rande Europas rund um den Erdball.